Willkommen zurück zu einer neuen Folge von... Was kommt davon? Achso, ich muss nicht dran. Tinas Wonderland. Diese Fans werden langsam echt aggressiv. Echt jetzt? Warst du doch nie in einem Mauschpit? Sowas von aggro. Das stimmt. Das ganze Fleisch macht dich... Die tanzen ja eigentlich nur, ne? Die folgen hier dem Vibe. So, bitteschön. Da ist ein lebendes Wesen. Nur Staub soll übrig bleiben. Fast schon. Autsch, weg da. Oh, einige der Untoten scheinen in ihren Todesschlaf zurückzufallen. Aber die Band wird umzingelt. Sie könnte jeden Moment angegriffen werden. Verteidigungszeit! Los! Das Verteidigungsding! Ja, kommt mal her. Hab ich wieder? Ich hab wieder. Okay, das sind einige. Auf dieser Welt ist kein Platz für Schwächer. Bei deinem unheiligen Namen. Unser Song war so Metal, dass wir die Toten erweckt haben, Leute. Oh, ich meinte, ja, das war verdammt cool oder so. Ihr stinkt! Nein, ihr stinkt, Akon! Lady Infernum nicht. Ich mach das. Ach ja. Wir haben gerade die Toten auferstehen lassen. Was habt ihr so drauf, du Kacklappen? Wirst du gleich sehen. Dafür brauche ich nur die Hilfe des Abenteurers. Oh, schön. Na los, hilf ihm. Das wird amüsant. Okay, helfen wir euch auch noch. Gerne. Mehr Metal. Wir sind Plague Rider Apocalypse. Und du kennst uns bestimmt. Wir sind legendär Metal. Nur halt... Ich fasse es nicht, dass du diesen Losern von Talons of Boneflesh geholfen hast. Aber hey, ich mach sie mit echter schwarzer Magie fertig. Ich habe diese Seite aus dem Grimoire meiner einer mächtigen Hexe gestohlen. Der Zauber heißt Höllenhammer. Du musst nur die magischen Reagenzien dafür besorgen. Hier, nimm. Ach, alles klar. Dyron-Schwefel. Ich gehe davon aus, dass ein Abenteurer deines Kalibers keine weiteren Erklärungen dazu braucht. Ich kenne zwar alle erforderlichen Reagenzien und ich habe es daheim mit geeigneten Ersatzstoffen versucht. Davon ist aber nur mein Frühstücksgebäck verbrannt. Unschön. Na gut, dann schauen wir mal, ob wir da noch ein bisschen helfen können. Dafür sind wir doch da. Vizekraft der Tricks. Täuschen mich meine Augen? Oder sind es deine? Bist du blöd genug, dich mit mir anzulegen? Ich würde sterben für einen Tanz. Kann es kaum erwarten, mit Zaubern um mich zu werfen. Lerne ich endlich. Moment, muss nachladen. Jetzt können wir dich umlegen. Bitteschön. Oh, da ist noch ein Würfel. Und, oh ja. Ein Zombie, den ich die ganze Zeit übersehen habe. Bleib. Verpiss dich ins Jenseits. So, naja. Auch okay. Warte mal, Würfel hinter so einem Ding habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen. Hm.
Wir sind im Moment dort. Okay. Ja, ich schätze, vier werde ich auch schon, also die Nummer 4 werde ich auch schon eingesammelt haben. Das scheint auch alles deutlich später zu kommen. Das könnte es sein, oder? Ja, okay. Ja, eine 14, okay. Hm, sogar besser. Nehmen wir mal mit. Natürlich, seine Augen. Was auch sonst? Das war mir natürlich klar. Ich habe es mit der Lupenbrille meiner kleinen Schwester versucht, mit der sie ihre Puppen bemalt. Mom ist immer auf ihrer Seite. Oh, ich hasse sie! Ja, kann ich nachvollziehen. Man hat's nicht leicht. So. Und auch schon mal zwei Stück. Cool. Als nächstes, wohl das ist gerade in der Nähe. Holen wir uns das mal noch. Ah, beziehungsweise... Wir gehen doch hier hinten rum. In Schmerz getaucht. Der Zauberspruch, der mich aufhalten kann. Welch grausame Ironie. Durch deine Hand. Oh, Gedanken eines Tyrannen meint übrigens das Hirn eines Tyrannen. Und ja, das wusste ich natürlich. Ich habe es mit einer passiv-aggressiven Notiz meiner Mama versucht. Und wo wir gerade von Tyrannen reden, ich hasse sie! Da hat man eine schwere Kindheit gehabt. Wie es aussieht. Schön. Gut, schauen wir uns hier weiter um. Na, machen wir später. Ah, du hast auch noch einen Würfel. Komm, ich habe erstmal nicht hin. Bitte schön. Ja, ich muss sagen, es geht echt schneller jetzt. Mit dem Aufladen habe ich den Eindruck. Cool. Wie weit ist denn das? Ein ganz schönes Stück. Okay. Das ist tatsächlich weiter, als ich dachte. Ah, hier sind, glaube ich, auch noch welche. Hier sind, glaube ich, auch noch Würfel. Sengender Schlag!
Ein eisernes Pilchen. Oh. Okay, du hältst dich ein bisschen was aus. Die Magie ist verbraucht. Ja, ich weiß. Wutauge, was Dickeres, alles klar. Da ist sie auch noch oben. Okay, der große kommt. In Ordnung. Alles leer geschossen. Okay, ich hätte damit gerechnet, dass du mir aushältst. Leichen geben keine guten Killer. Ihr haut halt schon ganz schön rein. Du hast doch nicht geglaubt, dass es so einfach ist, oder? Ich meine, haltet nicht viel aus, aber... Na, du bist wahrscheinlich dafür verantwortlich. Kann das sein? Okay. Dann haben wir jetzt aber mal ein bisschen Ruhe. Na, da komme ich erstmal nicht hin. Außer halt hier rüber, aber dann... Obwohl, da komme ich tatsächlich weiter. Alles klar. Dann... So, du bist das, ne? Ja. Alles klar. Mensch. Tappt kurz wieder aus das Spiel. Wie hängt das Internet hier gerade generell? Jetzt geht's wieder besser. Okay. Na, eine 3. Na, ein bisschen was wert. Nehmen wir mit. Gut, dann haben wir hier gesammelt. Weiter geht's. So, wir haben auch eine Speichermöglichkeit. Das wird niemals langweilig. Reicht leider immer noch nicht hier zu one-shotten. Aber wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg, ne? Mit Kotz hatten wir auch noch. Ja, sind wir. Alles klar. Ja, wahrscheinlich geht es hier mit den Würfeln dann weiter. Würde ich fast sagen. Ja. Aber der nächste. Aber ich glaube, hier war einiges an Gegnern.
Interessanterweise nicht. Ah, hier hinten sollte er dann sein. Ja. Glanzvoll, Baby. Sehr cool. Schon wieder nicht auf die Nummer geachtet. Aber ich glaube, so viel kann das jetzt nicht gewesen sein. Ja, ich hätte ein bisschen mehr Widerstand gerechnet. Gut. Achso, es könnten halt noch andere Sachen hier sein, fällt mir rein. Ich habe ja, das heißt leider, ich habe halt irgendwie ja nur den Guide für die Würfel und nicht für die ganzen anderen Sammelobjekte hier. Aber es kommt tatsächlich sonst nichts hier. Okay. Ja, vielleicht mache ich das nochmal irgendwann extra. Oder das ist noch mit einer Quest verbunden. Das kann natürlich auch sein. Sieht nämlich tatsächlich ganz so aus. Ah, angekommen. Ich würde mich für meine Verbrechen verantworten. Hoffentlich hast du Geld. Ich töte nicht umsonst. Werde verzehrt. Tschüss, tschüss, tschüss. Ein alter Obelisk ragt in der Nähe aus dem Boden. Du nickst, meine Süßen, sonst beschwör ich eine grauenhafte Kreatur mit grauenhafter Macht heraus. Dieser Obelisk wird eine Pilzmonstrosität heraufbeschwören. Einen fiesen Fungus, einen nicht ignorierbaren Sporenschlitten. Naja, okay. Könnte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Das wäre also erledigt. Du lebst noch, ne? Ja. Und tschüss. Ah, hat nicht ganz gereicht. Schade. Das Herz eines Königs. Irgendwie logisch. Im Herzen wohnt die Feigheit. Ich habe es mit der Schachclub-Trophäe meines älteren Bruders versucht. Er ist so ein Weichei. Ich hasse ihn! Du scheinst alle benötigten Reagenzien zu haben. Komm zu mir zurück. Ich muss diesen Opfern zeigen, wie Metal Plague Red Apocalypse wirklich ist. Okay, ich will mir, glaube ich, erstmal den Obelisk noch anschauen. Ja, wir sind einigermaßen aufgeladen. Passt. Das sollte passen, denke ich. So, allerdings ist hier auch wieder ein Würfel. Der scheint weit unten zu sein. Ja, machen wir später. Also hake ich später ab. Beziehungsweise mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, wir können die... wir gucken mal kurz hier rein. Dann kann ich es jetzt zwischen den Folgen raussuchen. Den Würfeln. Ja, sorry, dass es jetzt gerade so ein bisschen dauert, aber es macht es mir halt nachher wesentlich einfacher, wenn ich die fehlenden Würfel noch raussuche, dass ich mir die jetzt halt abhaken kann auf der Liste. Okay.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Nächste Folge schauen wir uns mal in diesen Obelisken an. Ja, hoffe, seid ihr auch wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.